So, meine Freunde, ich habe direkt die nächste geile App rausgesucht. Wie gesagt, Otis Lux 1,2 GHz hierbei läuft Escape the Rope richtig flüssig. Man erinnert sich so ein bisschen an Spider-Man. Bloß im Dschungel muss man sich hier von Baum zu Baum mit Lianen hangeln, die man beliebig schießen kann, indem man auf den Touchscreen drauf toucht, selbstverständlich. Und mit viel Schwung sich da nach oben katapultieren lässt. Nanu. Schade, das habe ich nicht erwischt. Und dann schießen die Ureinwohner. Ah, jetzt bin ich direkt abgestürzt. Die Ureinwohner oder irgendwelche Leute versuchen dich hier aus irgendwelchen Gründen vom Himmel runter zu holen. Den direkten Sinn dieser App habe ich noch nicht so ganz verstanden. Im Endeffekt kann man hier einfach nur richtig geil abgehen. Und man bekommt Belohnungen, indem man viele Coins oder auch viele Meter an Distanz überwindet. Hier unten rechts werden die Meter gezählt an Distanz. Oben rechts ist die Höhe. Die App ist kostenlos im Play Store erhältlich. Macht jedenfalls richtig Bock. Ich habe bisher maximal 50 Coins gesammelt, als ich es eben mal probiert habe, das Spiel. Das macht natürlich gewaltig Spaß. Aber irgendwie braucht es auch eine ganz schöne Sache an Übung. Ich meine, so an sich sieht es vielleicht nicht schwer aus. Aber jetzt endlich bin ich mal in die richtige Bahn reingekommen. Weil ich mich immer selber ausbremse. So, jetzt nochmal mit Schwung in die Richtung weiter. Ich kann auch persönlich nicht sagen, ob es hier irgendwie ein Levelende gibt oder ob es endlos weitergeht. Jedenfalls macht es so übelst den Spaß. Und ich würde euch ans Herz legen, wer auf ein cooles Spiel mal wieder steht, umsonst mit ein bisschen Werbeeinblendung, da unten links ist sie, wen das nicht stört, sollte sich das Spiel mal runterladen aus dem Play Store. Denn da macht ihr bestimmt nichts falsch. Noch dazu, weil es gratis ist und einfach mal eine gute Grafik bildet. Und, hui, bin ich im Himmel. Na nun, Schwein gehabt. Für die gute Grafik, muss ich sagen, ist selbstverständlich, nicht der Absturz jetzt hier verantwortlich. Nein, selbstverständlich ist da der Entwickler mit guten Verhältnissen vorangegangen. Ich wollte jetzt doch gar nicht bewerten, jetzt bietet er mir das ja schon wieder an. Kann ich überhaupt nicht leiden, wenn mir sowas entgegenpoppt. Aber macht nichts. Versuchen es einfach mal direkt von vorne. Mal sehen, wie weit ich dieses Mal komme. Ich versuche es jetzt einfach mal direkt auf Distanz zu machen. Ob das jetzt hier ein bisschen was nützt, weiß ich gerade nicht. Aber wir wollen es mal probieren, ob ich meine 1,5 Kilometer Reichweite schaffe, nochmal zu überbinden. Und vielleicht seht ihr das dann ja mal. Ja, ein paar Coins nehme ich selbstverständlich auch noch mit, wenn ich dann hier so schön fliege. Und schön mit Schwung hier lang. Na, das geht auch. Warum läuft man das nicht immer so? Das wäre beinahe schief gegangen. Also es läuft wirklich sehr flüssig. Mit 1,2 GHz Single-Core kann man echt nicht meckern. Ist die Sache nicht selbstredend, dass es so fehlerfrei läuft, aber hier anscheinend schon. Das Coole daran ist, hier kann man sich an irgendwelche Luftschiffe, die hier rumfliegen, dranhängen. Was das jetzt hier allerdings sein soll, weiß ich nicht. Dieses Hufeisen auf. Ach so, die Coins werden automatisch an dich rangezogen. Jetzt habe ich das verstanden. Irgendwo gibt es ja auch solche Raketen noch. Sogenanntes Jetpack dann. Ich habe es irgendwie vorhin hier andauernd gehabt. Die liegen, glaube ich, ein bisschen tiefer hier. Müssen wir mal gucken, wo wir uns da hingesellen müssen. Dann würde ich euch die gerne auch nochmal zeigen. Manche liegen hoch, manche liegen tief. Irgendwie finde ich die jetzt hier gerade nicht. Naja, dann geht es halt wieder in die Richtung weiter.
Da wird der Gensensor bei den Raketen beansprucht. Das heißt, ihr müsst dann, um geradeaus zu fliegen, hoch und runter zu fliegen, das... Da oben war einer. Mensch, da sind sie. Jetzt kann ich es euch direkt auch nochmal zeigen. Müsst ihr das Tablet hin und her bewegen, neigen und... Oh, das war aber beinahe schief gegangen. Müsst ihr es neigen oder auch senken. Mensch, ich komme da nicht ran, das gibt's doch gar nicht sowas. Ja, ist egal, geht's halt ohne Rakete weiter. Aber versucht, da hat man mir doch direkt eben gerade mein Seil mit einem Pfeil durchtrennt. Relativ böse war das eben. Mal gucken, ach, jetzt verstehe ich das auch, wozu ich diese Coins sammle. Hier kann man sich also ein besseres Seil holen. Na, dann werde ich doch mal gucken, was es mir hier bringt. Jetzt habe ich mir hier für 200 Coins also ein lila Seil geholt. Ich weiß nicht, ob es länger ist, ob es besser ist. Benutze es natürlich jetzt gerade zum ersten Mal. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt hier einfach nur zum Spaß oder Freude ist. Kann jetzt bisher nichts weiter feststellen, ob ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Schwung drauf kriege oder es ist länger. Ich kann es jetzt überhaupt gar nicht vergleichen mit dem anderen. Er sammelt jedenfalls fleißig weiter Coins. Oh. Nein, nu. Und nochmal weiter. Nach oben hinaus. Es kann sein, dass es länger reicht. Ich bin mir jetzt da allerdings nicht so sicher. Das Coole daran ist, hier kann man es ja mal zeigen, dass die Luftschiffe abstürzen, sobald ich mich dranhänge. Ja, es brennt auch schon, explodiert dann auch noch. Aber das macht gar nichts, hat ja keinen Einfluss auf unser Spielgeschehen. Ja, da ist es doch das. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Aber es hat mir einen schönen Schwung verpasst, dass ich vielleicht jetzt nochmal schnell... Ja, perfekt. Jetzt bin ich doch direkt auf die 900 Meter drauf. Perfekt, dann schaffe ich vielleicht doch nochmal die anderthalb Kilometer Überwindung, um mal zu gucken, was da so passiert. Ob es mir überhaupt irgendwas bringt. Jawohl. Da habe ich sie doch gleich wieder erreicht. 1500 Meter überwunden. Oh. Und da hat sie mich auch direkt wieder zerrissen am Boden. Bin ich direkt auf den Boden der Tatsachen gekommen. Aha, 500 Coins benötige ich, um ein anderes Outfit zu bekommen. Kann man das hier gut erkennen? So, einmal Indianer könnte ich werden, Clown. Oder irgendein Mädel, eine Banane auch, ja, selbstverständlich, sowas braucht man unbedingt, aber ich will es ja direkt einfach mal schnell ausprobieren, vielleicht schaffe ich ja mal noch diese schnell zwei oder drei Coins, wie viel es jetzt gerade waren, nochmal schnell zu holen, um dieses eine Outfit nochmal zu testen. Er sollte sich deswegen natürlich, aha, so weg, komm, beweg dich. Lass mich direkt mal abstürzen. Und da ist auch schon wieder zersprungen seine Einzelteile. So, und gehen mal zurück. Und wollen wir das Outfit für 500 oder was gibt es hier? Welches war das? 4000? Ne, das brauchen wir alles nicht. Wir nehmen mal dieses Outfit hier. Jetzt habe ich noch drei Coins. Da oben, man sieht es. Versuchen, aha, jetzt dürfte ich vielleicht nicht mehr so getroffen werden von den Indianerpfeilen. Und das Seil extrem lang gerade an dieser Stelle. Da komme ich auch mit Rabatz wieder an und ziehe direkt das erste Luftschiff hier runter. Oha. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht direkt auf die Werbung klickt, sonst... Oh. Ja, da hat es sich auch schon wieder entfernt. Na gut, da fliege ich auch erstmal eine Runde weiter. Nochmal schön Schwung holen hier. Ah, daneben geschossen. Ich glaube, das geht wirklich endlos weiter.
wenn man nicht immer, wie ich, alle 1500 Meter sterben würde. Aber ich habe es euch lediglich mal gezeigt. Wie gesagt, App ist kostenlos im Play Store erhältlich und mit Ingame-Werbung sehr verschmerzbar, stört kaum. Wenn man mal aus dem Kaufskorb geht, aha, hier kann man auch die Werbung entfernen, wahrscheinlich indem man das Spiel kauft. More Coins kann man auch kaufen anscheinend, tatsächlich. Hier hat man mal die Preise, was der Spaß denn so kostet. Das braucht man natürlich auch gar nicht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich könnte mir jetzt hier für meine... Ich könnte mir auch gleich wahrscheinlich hier die Raketen und sowas kaufen, ne? So wie das hier aussieht. Nee, ich brauche sowas nicht. Naja, es macht jedenfalls Spaß, das Spiel. Was ist das jetzt hier? Ach hier, welche Trophäen ich schon freigespielt habe. Kann ich bei Facebook preisgeben, das brauche ich auch nicht. Ihr vielleicht, ihr probiert es einfach mal aus. Und somit wünsche ich euch viel Spaß bei Rope Escape, Escape the Rope, wie auch immer es jetzt ausgesprochen wird. Rope Escape, wir nennen es einfach mal so. Macht auf jeden Fall viel Spaß und es ist ganz wichtig noch in Spanisch, Französisch und Englisch die Sprache. Ja? Also viel Spaß damit und wir sehen uns demnächst wieder.